Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu Lightroom Basics. Heute schließt sich sozusagen zum ersten Mal der Kreis. Wir hatten an einer der ersten Folgen das Thema Sicherung behandelt. Wie sichert man Katalog und Bilder so, dass sie dann auch, falls man die Sicherung braucht, zusammenpassen? Heute werde ich euch zeigen, wie man aus einer Sicherung, nachdem das Original aus welchen Gründen auch immer verloren gegangen ist, sich die Arbeitsumgebung so schnell und so einfach wie möglich wiederherstellt. Viel Spaß! In einer der ersten Folgen zu Lightroom Basics hatte ich euch gezeigt, wie man den Katalog sichert, zusammen mit den Fotos, damit das Ganze konsistent ist und auch zusammenfassend passt. Und ihr erinnert euch vielleicht, das Wichtige war, beides zum gleichen Zeitpunkt zu machen, damit der Stand im Katalog mit dem Stand der Bilder zusammenpasst. Heute wollen wir mal schauen, wie wir aus dieser Sicherung wieder sozusagen zurückkommen. Das heißt, wir bauen uns ein Beispiel, indem ich, und das werde ich jetzt gleich tun, den Katalog sichere, die Bilder sichere und dann den Originalkatalog in Anführungszeichen zerstöre, sowie die Bilder. Das heißt, ich simuliere einen Plattencrash. Wir sind jetzt hier in unserem gewohnten Katalog. Wir haben unsere Struktur drin, die ihr von den letzten Malen schon kennt. Einmal die Fotos 2017 Köln-Ehrenfeld in und out. Und wir haben die Bilder drin, die wir beim Durchsprechen des Entwickelmoduls benutzt haben. Und was ich jetzt mache, ich schließe Lightroom einfach. Und ihr wisst, dann kommt dieser Dialog, Katalog sichern. Und ich habe den bei mir grundsätzlich so eingestellt, bei jedem Beenden von Lightroom, wenn ich es nicht will, kann ich es immer noch überspringen. Und da wurde ich bei einem Kommentar darauf aufmerksam gemacht, als es um das Sichern ging. Das hatte ich vergessen an der Stelle zu erwähnen. Hier kann ich natürlich angeben, wohin die Sicherung gehen soll. Und hier sagen wir jetzt mal wählen. Und ich habe euch hier mal im Finder zwei Platten aufgeblendet. Das eine ist meine Originalplatte, wo der Katalog drauf ist, in dem wir gerade unterwegs sind. Und das zweite ist sozusagen meine Sicherungsplatte. Und die wollen wir jetzt mal nehmen. Das heißt, das ist die hier unten. Und wir sagen wählen. Und dann sagen wir sichern. Und da der Katalog ziemlich klein ist, geht es jetzt auch relativ schnell. Und wir sehen jetzt hier ein Verzeichnis mit Datum und Zeitstempel. Dann wisst ihr also auch, wann ich das Ganze aufgenommen habe. Und hier ist eine ZIP-Datei drin mit dem Katalog. Die packen wir dann gleich aus. Um das von mir vorgeschlagen und empfohlene Sicherungsverfahren jetzt wirklich komplett abzubilden, müssen wir jetzt noch die Bilder sichern. Und die waren hier in der Originalplatte unter Entwickeln und unter Fotos. Das heißt, ich packe mir jetzt diese beiden Verzeichnisse hier und kopiere die einfach mal hier mit rein. Und jetzt kommt die Simulation sozusagen. Wir simulieren jetzt, die Hauptplatte crasht. Das mache ich mir jetzt einfach, ich mache sie nicht kaputt, sondern ich hänge sie einfach ab. Das heißt, ich klicke hier auf Platte rausnehmen. Platte ist draußen und ich ziehe die Platte jetzt auch vollständig ab. Hier in dieser ZIP-Datei, hatte ich gesagt, ist mein gesicherter Katalog drin. Öffnen wir die mal. Genau, da ist er auch. Ich habe die also jetzt geöffnet. Hier ist eine Sicherung von meinem Workflow IRCAD drin. Das ist eine Sicherung des Originalkatalogs. Das heißt, die Informationen über die Bilder, die hier drin sind, beziehen sich auf die Bilder, die auf der Originalplatte waren. Die Originalplatte ist aber nicht mehr da. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Wir öffnen mal diesen Katalog. So, und erwartungsgemäß bekommen wir jede Menge Fragezeichen. Lightroom weiß zwar, dass da irgendwelche Files drin sind, er weiß den Namen und so weiter, aber ihr seht es hier, er hat keine Ahnung, wo die eigentlich liegen. Hinter den
Ordnersymbolen sind Fragezeichen. Nehmen wir uns mal das erste, das Entwickeln, und klicken mit rechts drauf. Fehlenden Ordner suchen. Wir wissen, wo der ist, nämlich in der Sicherung, Entwickeln, wählen. Damit ist er jetzt hier erstmal verschwunden, weil hier haben wir ja den Verweis auf die alte Platte, auf die Hauptplatte, die jetzt offline ist, weil die hatte ich ja abgeklemmt. Aber unter Online ist sie drauf. Und jetzt machen wir das gleiche hier mit Fotos. Fehlenden Ordner suchen. Auf die Zweitplatte. Hier Fotos wählen. Und damit haben wir jetzt hier auf der Zweitplatte unsere Verzeichnisstruktur, so wie sie dort abgelegt war, zusammen mit den Bildern. Und das Spannende ist jetzt natürlich, sind die Entwicklungseinstellungen übernommen worden. Lightroom muss jetzt gerade die Vorschaubilder neu generieren, aber das bisschen Geduld, das bringen wir dann noch mit, weil unsere Bilder sind ja noch da. Lightroom lädt jetzt die Entwicklungseinstellungen dazu. Und wir haben wieder die Color Key Entwicklung. Wenn ihr euch an die letzten beiden Folgen entsinnt, da hatte ich in der letzten das Bild schon mal als Beispielsbild genommen, damit Export und Import richtig funktioniert hat, beziehungsweise um das zu zeigen. Und vor zwei Folgen hatten wir beim Thema Presets hierzu ein Preset angewählt. Also die Entwicklungseinstellungen sind auch da, die Bilder sind da, alles ist gut und schön. Jetzt können wir mal noch schauen, gehen wir mal unter Entwickeln. Wir hatten ja beim vorletzten Mal auch ein Preset angelegt. Ist das denn auch da? Und da ist es, Color Key Grün. Das war genau das Preset, was wir vor zwei Folgen innerhalb dieses Katalogs bzw. des Originalkatalogs hergestellt haben. Also, alles hat wunderbar funktioniert. Wir haben eine Sicherung gemacht, wir haben die Originalplatte sozusagen gecrashed, nämlich entfernt, und haben dann aus den gesicherten Dateien und dem gesicherten Katalog uns unsere Arbeitsumgebung in dem Fall natürlich wirklich sehr schnell wiederhergestellt, weil der Lightroom-Katalog war klein. Wenn ihr einen Lightroom-Katalog mit ein paar tausend Bildern habt, dann geht es ein bisschen schneller. Was ihr auch gesehen habt, es ist wichtig, uns macht das Leben einfach einfacher, wenn ihr sozusagen eine oberste Verzeichnisebene habt, damit ihr dann nur noch auf ein Verzeichnis im gesicherten Katalog bei der Wiederherstellung klicken müsst und sagen, diesen Ordner finden. Dann habt ihr das mit einem Klick gelöst. Wir haben jetzt zwei gebraucht, einmal auf das Verzeichnis, ich zeige es euch nochmal, einmal auf das Verzeichnis entwickeln und einmal auf das Verzeichnis Fotos. Deswegen hatte ich euch am Anfang gesagt, macht eine oberste Ebene, die zum Beispiel Fotos heißt, dann habt ihr es hinterher einfacher. Und wenn ihr jetzt euch mal ein bisschen von Sicherung und Wiederherstellung trennt gedanklich, dann habt ihr auch gesehen, inwieweit man Katalog und Bilder verlagern kann auf dem Rechner. Ich hatte euch ja auch eingangs dieser Serie gesagt, wenn ihr die Bilder verschieben wollt, dann macht das immer innerhalb von Lightroom. Dann weiß Lightroom, wo die Bilder am Ende landen. Für normale Verhältnisse bleibe ich auch dabei. Aber wenn ihr zum Beispiel einen neuen Rechner kriegt, Lightroom und die Bilder umziehen wollt, dann landet ihr in der gleichen Situation, in der wir jetzt hier gelandet sind, beim Wiederherstellen der Sicherung. Das heißt, man kann sehr wohl Lightroom, Katalog und die Bilder mit normalen Datei-Explorer, Finder-Mitteln hin und her schieben, aber man muss Lightroom dann wieder sagen, wo es die Bilder findet. Und dazu bitte nicht den Importvorgang benutzen, weil dann sind alle Entwicklungseinstellungen weg, sondern wirklich, so wie wir es gerade gemacht haben, diesen Ordner suchen benutzen. Dann funktioniert es. Alles ist schön, alles ist gut und ihr könnt weiterarbeiten.
Das war es also zum Thema Sicherung wiederherstellen. Ihr hattet das Sichern selber ja schon gesehen. Damit haben wir, ja, wie gesagt, den Kreis geschlossen. Und mit den Folgen, die ihr bisher gesehen habt, seid ihr jetzt auch schon ziemlich gut gerüstet, um mit Lightroom zu arbeiten. Jetzt bleibt euch ein wesentlicher Punkt: Machen, machen, machen. Nicht nur das Fotografieren, sondern auch das Umgehen mit Lightroom. Experimentieren ist auch angesagt. Einfach mal Dinge ausprobieren, einfach mal Dinge anders machen, als ihr es bisher gemacht habt. Das führt oftmals zu interessanten neuen Ergebnissen und Erkenntnissen. Die Serie Lightroom Basics ist trotzdem noch nicht zu Ende, weil es gibt ja noch Module, die wir noch gar nicht besprochen haben. Dazu werde ich euch in den folgenden Folgen weitere Informationen geben. Ich werde mich allerdings beschränken auf das, was ich selber nutze. Ich werde euch nicht irgendwas zeigen, was ich normalerweise nie benutze, zum Beispiel Drucken. Da ich keinen eigenen Drucker habe, benutze ich nie. Das heißt, dieses Modul werde ich nicht besprechen oder euch vorstellen. Aber das Thema Diashow werden wir besprechen. Ich gucke parallel auf den Bildschirm, damit ich auch alle habe. Karte hatten wir schon, das war schon Teil. Und zum Thema Buch kann ich auch noch mal kurz was sagen. Ich habe es einmal ausprobiert, funktioniert, aber naja. Und zum Thema Web, das werde ich auch ausklammern, weil das benutze ich selber nicht. Also, das nächste Mal geht es um Diashow und kurze Informationen zum Thema Buch, damit wir dann zumindest den Teil von Lightroom komplett haben, den ich benutze. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Lightroom, beim Ausprobieren, und ich verspreche euch, das Thema Lightroom ist damit nicht beendet. Die Donnerstags-Videos, die ihr ja im Zweifelsfall auch kennt, da kommt Lightroom immer wieder zum Einsatz, immer wieder in anderen Situationen, mit anderen Bildern, um euch einfach die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Auswirkungen nahezubringen und, ich sage mal, euch auch ein kleines bisschen zu motivieren, nämlich Lightroom zu benutzen, und zu inspirieren, was die Bilder und die Verarbeitung der Bilder anbelangt. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Wünsche euch alles Gute und ciao.